Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Minecraft, meine Leute. So, ich habe den Miner mal hier hingepflanzt. Ist ein guter Spot hier. Und jetzt werde ich hier euch noch zeigen, weil wir haben ja einen Minerpunkt gehabt. Und den kann man hier mit Shift-Rechtsklick, kann man diesen Minerpunkt hier rausnehmen. Kann mit Shift-Rechtsklick wieder löschen. Und braucht hier einfach nur wieder sagen, Miner. Und schon hat man einen neuen Wegpunkt gesetzt, den man mit Shift-Rechtsklick wieder hier rein tun kann. Cool, oder? Dann kommen wir immer wieder zu dem Punkt. Wichtig ist halt, dass man den Punkt auch setzt. So, 7. Und jetzt ist die Frage, wartet mal. Das andere kann ich nicht ändern, oder? Ja, 7 mal 7 ist klar. Because entities, okay. Das ist halt dieser Supermodus, also dieser Dingsmodus hat mir jemand geschrieben, können wir off und dektiv können wir sie machen. Wenn wir jetzt dann mal unser Magneten nehmen und hier reindingen, zack. Einmal so, so, so und so, zack. Und die Items kriegen wir. Ach so, der macht das Erz. Okay, cool. Ja, ist logisch, wenn man sich da drauf. Passt schon. Passt schon. Erstens, wir haben Sigdart und zweitens habe ich ja über unser hier annimmt, haben wir ja den Effekt, dass alle Erze, die wir in unserem Inventar haben, ja sofort zu Hause rausgezogen werden. Und deswegen dachte ich mir jetzt gerade, warum kriege ich eigentlich kein Erz? Das ist ja ein Ohr und wenn ich das jetzt rein und zack, wird's rausgezogen zu Hause. Da haben wir ja vor langer, langer Zeit mal das System gebaut. Das können wir vielleicht noch mal irgendwann erweitern für diverse andere Sachen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Cool. Also damit könnte man relativ schnell meinen gehen, ehrlich gesagt. Zack. Weil man sieht hier, man haut hier einfach rauf und die Sache ist erledigt. Das Instant, also da brauchen sich keine Gedanken mehr machen. Okay, die Lease wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Die sind jetzt wirklich nur so mitgegangen. So. So. Bam. Aber sonst geht das eigentlich ratzfatz, wenn man das so anguckt. Jetzt alleine gesehen hier von unserem Erdtier. Unserem Nilorium. So. Und da kann man dann eigentlich unser Big Reactor auch mal weitermachen. Hier, warum geht hier so langsam? Was ist denn los zu Hause? War irgendein Problem oder was? Vermutlich. Ist die Ender Chest voll oder so? Ich glaube, das wird in die Ender Kiste oder so gebombt. Da kann schon sein, dass die voll ist. Aber naja. Ist halt ein bisschen langsameres System. Ist halt für so extreme Sachen gar nicht ausgelegt. Oder ursprünglich auch nicht gedacht, muss man dazu sagen. Weil es kommt da, wenn man so arbeitet, kommt schon einiges zusammen. Bam, 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 bam. Oh, sogar Bienen bekommen wir hier raus. Die ganzen Leaves. So, das, das. Die haben auch noch jede Menge drin. Das, das, das. Also diese Draconic-Stuff da, der geht schon ab wie die Luzi, ey. Holy moly, ihr seht einfach Instant Break. Also, das ist kranke Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Zack, zack. Und schon wieder ein Bastek. Aber das hier Loren werden wir sowieso brauchen. Also, so schlimm ist es ja nicht. Wir können jetzt mal testen, was ist, wenn wir einfach mal hier Just for Fun. Okay. Also, denen ist es egal, ob es Dirt oder sonstige Scheiße ist. Er metzelt einfach alles nieder, was er finden kann. Sogar die Pilze. Limestone. Nur irgendwie haben wir da halt schon ein bisschen Problem, weil wir kriegen die ganzen Schotter hier nicht weg. Bam, dreimal und unser Inventar ist bummvoll. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Dreimal, gut. Und wir sind am Bedrock geschossen. Die haben Enderrock. Oh yeah, das ist mein Erz, was ich erfunden habe. Cool, oder? Ich finde es einfach geil. Das hier rein und dann hier das restliche Inventar mal so
ist ja auch alles schon voll hier oben. Das. Hier. Eigentlich wollte ich die Folge komplett anders machen, aber cool. Einfach cool. Ich muss die Spitzhacke hier testen. Jetzt haben wir so ein Riesenloch hier runter. Was ist denn das? Ilorium, brauchen wir das? Nein. Das ist Mimichi-Dingsbums, brauchen wir auch nicht. Das haben wir auch in Massen heute. Wobei, mir fällt gerade auf. Hier in dem Biom ist eigentlich nix. Warum eigentlich nicht? Gerade echt eine gute Frage. Was macht er eigentlich da gerade? Also er generiert die Welt, klar. So, und dann jetzt hier das Erz nochmal. Mal das so machen. Zack, bam. Kriegen wir das Erz, ja. Und dann einfach einmal in jede Richtung gedreht. So, bam. Zack. Und schon kriegt man die verschiedensten Erze. Und auch Gras kriegen wir. Cool. Auch nicht schlecht. So, hier. Aber dieses Mimichi-Zeug müssen wir halt dann irgendwie weiterverarbeiten. Kriegen wir mehr raus? Natürlich mit Looten kriegen wir mehr raus, aber. Ja, da werden wir uns schon was einfallen lassen. So, das ist schon weg. So, Steine auch noch. Da werden wir uns schon was einfallen lassen mit dem ganzen Dreck hier. Aber so lässt sich eigentlich gut meinen, wenn wir jetzt mal hier das Ganze so machen und hier sagen, das Inventar, das raus und theoretisch fortschreiten wäre gar nicht so schlecht. Bam, da kriegen wir auch die ganzen XPs. So, zack, zack und zack. Cool, oder? Bam. Und dann haben wir ur viel von diesem Mimichi-Dingsbumszeug. Was haben wir da bekommen? Holy shit. So, das braucht auch kein Mensch. Ja, aber so können wir auch schön unsere XP, also können wir XP farmen, so, wenn wir es wollen. Ach Gott, wie viel XP wir hierfür kriegen. Also einfach eine coole Mining-Welt, was wir hier haben eigentlich, wenn man es so sieht. So, das. Hier haben wir noch einen. Bam. Bam, 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 bam. Und hier wieder natürlich alles zurückwerfen. Zack, zack, zack. Das. Und hier haben wir jetzt auch jede Menge wieder drin. Das hat mit diesem Advanced Inventar, das ist. Da hätte ich so gern, dass man die irgendwie absperren könnte, wo man sagen kann, hier geht nicht automatisch rein, sondern hier geht nur rein, wenn ich sage, da darf was rein. So, XP aufsammeln, das ist sehr wichtig. Wir haben schon Level 50. Holy shit. Level 50. Also, das geht echt runter, ja. So, dann haben wir hier. Ballab. Das. Wir haben schon so viel Zeug eigentlich in unserem E-System, was wir nie im Leben brauchen werden, aber trotzdem haben wir es. Einfach weil wir es können. Bam. Komm. Und wieder reintun. Auch wenn wir es nicht brauchen, wir haben es einfach. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, sortiert, okay. So. So. Das noch. Bam. Eigentlich wollte ich nur nach unserem Miner schauen und dann haben wir schon wieder rumgespielt ohne Ende. Ja, Jelorium haben wir hier eigentlich relativ viel. Das Ganze können wir natürlich mit Diamanten und alles Mögliche machen. Wir könnten uns eigentlich voll die Cheaty-Welt machen. Sollte kein Problem sein. So. Gut, aber dann schauen wir mal wieder nach Hause. Was wir da machen. Oh. So, Level kann man natürlich jetzt wieder abgeben. Und wir gehen runter in den Keller. Schau mal, läuft hier die Anlage jetzt noch? Oder ja. Und ihr seht, es schaut viel besser aus. Ich habe das ausgeschaltet, dass hier über das Licht ist. Das kann man nach Config deaktivieren. Weil das hat schon ein bisschen geleckt, wenn immer das Licht gekommen ist. Aber jetzt läuft die Anlage. Ja, wunderbar.
Oh, wow, holy shit. Also die hat das Silorum, was wir hier abgebaut haben, das war einiges. Die ist ein bisschen langsamer. Hat das einen Grund? Jetzt geht sie schneller. Den Energieverbrauch möchte ich jetzt auch nicht wirklich sehen, oder? Ja, 10.000, 11.000 braucht die Maschine jetzt. Aber wie gesagt, wir können die jetzt auch einfach langsamer stellen. Das muss nicht so schnell gehen. Ehrlich sagen. So, wenn man die auf 100 stellen, sollte es vorerst mal genügen. Haben wir Upgrades drin? Ja, haben wir auch drin. Also, wenn die jetzt so schauen, das geht eh ratzfatz eigentlich, oder? Und die ratzt das auch durch. Was haben wir denn hier für eine Geschwindigkeit? Da hatten wir auch 100. Okay, das genügt durchaus. Das genügt einfach. Da braucht man nicht so übertreiben. Das läuft. Kann hier natürlich extrem viel schnell Speedöfen bauen, aber nee. Das möchten wir ja auch nicht. Oder ich nicht. Das müssen wir ja nicht übertreiben. New Village, da müssen wir auch mal hin. Da wart ihr auch noch gar nicht mit mir. Deconstruction Table. Wenn ich jetzt mal diese hin. Was gibt man da raus? Nur Leder, cool. Und das Enchantment Buch. Nein, kriegen wir auch nicht raus. Das hätten wir rausbekommen, wenn wir hier ein Buch reingelegt hätten. Ich Idiot. Das heißt, wenn ich das jetzt nehme, also Signature habe ich ja schon. Fortune hätte ich gebraucht. Aber auch in der Hardwall. Was ist denn das? Aha. Die ist wahrscheinlich explosionssicher. Wie schaut denn hier aus? Kriegt man da Schaden? Doch, kriegt man. Cool. So, einmal eins. Zack. Zack und zack. Zau. Wie schaut es eigentlich aus mit Redstone? Da schaut es relativ scheiße aus. Das heißt, wir brauchen unbedingt Redstone. Ja. Wie machen wir das jetzt mit diesem Redstone-Zeugs da? Ja, Block of Redstone. Da können wir eine Welt machen. Wäre möglich. Ja, wäre möglich. Aber möchte ich jetzt auch nicht. Es ist so. Wie schaut es mit Marble aus? Marble schaut relativ schlecht aus. Warum auch immer. Verstehe ich gerade selbst nicht, warum Marble eigentlich so schlecht ist. Material Marble Dimlet. Ha, doof. Was wir natürlich noch machen könnten, wäre den Big Reaktor weiter ausbauen. Du musst jetzt natürlich überlegen, da brauchen wir Reaktor Casing noch. 1000 Stück, da fehlt uns Iron Dust. Warum fehlt. Wie fehlt uns Iron Dust? Ich kann doch Iron Dust herstellen, oder? Iron Dust. 1000. Fehlt uns. Was, wir haben kein Iron? Echt? Okay, Eisen haben auch ein Problem. Iron Ore. Block of Iron Dimlet. Erd oder Block? Was sagt ihr dazu, Leute? Erd oder Block? Block wäre halt teurer, aber eigentlich vom Ding her ja eigentlich besser, oder? Wie schaut das mit Dark Iron aus? Wenn wir Dark Iron nehmen, was kriegen wir da raus? Kriegen wir entweder viermal Eisen, zweimal normalen Eisen, viermal. Ja, oder wir nehmen so. Und Mimi, Schütte, Scheiße, Kacke. Und verdoppeln unser Eisen. Hallo? So. Zack, zack. Und wieder verdoppeln. So, komm. Mach mal. Und so. Und wieder verdoppeln. Das ist halt ätzend, wenn das wirklich
Bisschen leckt hier. Aber okay, soll so sein. Es ist halt, mein Rechner wurstelt den Hintergrund gerade noch im Backup durch. Und das dauert ein bisschen länger. Und deswegen soll er mal weitermachen hier. Mit einem blöden Backup. Aber jetzt glaube ich, haben wir genug Eisen. So, wenn wir jetzt Reaktor-Casing machen. Hier, so 1000 Stück, einfach mal, weil wir es können. Und die Jellorium-Dinger brauchen wir auch noch 100, 200, 300 Stück, einfach weil wir es können. Haben wir zu wenig Eisen. Iron haben wir 1000, eigentlich hätten wir ja. Aber naja, Mimischi, da. So. Wir können einfach mal so ein Rezept machen. Mit Eisen und Mimischi-Dingsbums-Zeugs. So, jetzt machen wir das ein bisschen langsamer, dann geht es vielleicht besser. Also wenn ich so wild klicke, wie so ein wildes Tier hier, dann scheint es auch besser zu funktionieren hier mit unseren Eisen. So, da kommt. Zack, und jetzt können wir aber Reaktor. Hier, das Fuelrod habe ich gesagt. 300 werden wir circa noch brauchen, schätze ich einfach mal. So, die hier, dann die Fuelrods natürlich. Und die Reaktor-Control-Rods haben wir ja, da brauchen wir nichts machen. Die hier. Na komm, was ist denn los? Ach, ich hasse das. Und deswegen hasse ich das mit dem E-System, wenn hier immer das Erz dann zwischen rein wurstelt. Das nervt. Wie schaut es aus mit unserer Bilderwand? Schaut gut aus. Das heißt für uns jetzt, wir gehen jetzt zum Reaktor. Und ruppen das jetzt alles raus. Ah ja, Diamantblöcke brauchen wir da auch noch. Aber wir haben ja hier unser Ding. Da müssen wir sagen, du mein Freund, Dig Deep 1 und Size 7. Gut. Das heißt eigentlich, wenn ich hier drauf klicke, hier, hier, zack, genau, funktioniert. So wie ich das wollte. Dann hier. Und hier noch einmal. Hier. Zack. Zack. Drei. So. Und so. Eins, zwei, drei. So. So. Und da einmal noch. Bam. Und jetzt muss ich gucken, ob das geht. Doch, geht. Bam. Und hier haben wir jetzt keine Fuel Rods mehr. Gut. Das heißt für uns, wir müssen Fuel Rods nachholen. Fuel Dinger. Dann können wir rein theoretisch nichts machen. So, das. Dann fehlen hier noch ein paar. Achso, da fehlen wieder ein paar. Okay. Fuel Rods. Ja, dann sagen wir hier noch 700 Stück. Geht nicht, es fehlt Eisen. 200 Stück. Fehlt Eisen. 100 Stück geht. So wenigstens die Reihe noch fertig bekommen. Ist halt jetzt nicht gerade das, was ich mir eigentlich erhofft habe von den ganzen, aber okay, so. Hier noch ein paar. Fuel Rods. So. Es ist halt eine Reihe wenigstens, ne? Das ist wenigstens etwas. Jetzt müssen wir hier einmal eins und den ganzen Mist hier rausruppen. Weiß ging eigentlich anders auch. Da muss ich dann gucken. Da gibt es ja so ein paar Tools und so, dass man das einfach machen kann. Muss ich da mal schauen. So. Hier, ich hoffe, dass wir mit Energie noch genug Speicher haben. Ich glaube schon. Ich glaube, das sollte sich ausgehen mit der Energie hier. So, du kannst mal hier hingehen. Wo ist denn das Energiespeicher? Der sollte ja damit kein Problem haben. Da ist er.
Naja, okay, ein bisschen vielleicht. Ne? Es ist doch 19.000, was hier verbraucht wird. So wenig ist es nicht. Dann sagen wir Diamantenblöcke. Das können wir jetzt mal kurz weg, mal das. Zack. Hätten wir soweit. Gut. Dann bauen wir hier noch eine Reihe hoch. Papp. Haben wir auch. Ich hätte halt gern zwei rein gehabt, aber das mit dem Führrad geht sich nicht aus. Dann das Glas. Ergibt sich eh automatisch. Kann ich jetzt nichts machen. Das muss ich per Hand anlegen hier. So. Zack, 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 zack. Das geht sonst nicht anders. Das Einzige, was man jetzt immer aufpassen muss, dass man wirklich einmal einen Modus ein hat und nicht irgendwie so einen hohen Modus. Das wäre natürlich doof. Aber es wird schon. Man muss sich dran gewöhnen, einfach mal kurz rechts unten hinschauen. So, ich möchte nur den Reaktor mal schnell fertig bauen. Damit ihr dann auch seht, wie viel der produziert. Das ist ja gerade darum geht's ja. Wir haben jetzt eine Reihe mehr hinzugefügt. Voilà. Und dann gucken wir mal, was der wirklich produziert, der Typ hier. Was eine Reihe so raushaut. Ich glaube, irgendwas bei 300.000 hat er vorher produziert. Mal gucken, wie viel er jetzt produziert. So, so. Jetzt fehlen hier natürlich noch ein paar, die aus da oben sind. Paar, vier, so. Den hier und dann die noch fertig machen. Ich hoffe, dass es genau ausgeht. Normal müsste es genau ausgehen. Zack. Genau, er verformt sich und produziert jetzt. Die Frage ist, wie viel produziert er? Gar nichts. Weil wir hier noch sagen müssten, was er machen soll. Import set from Signal toggle coin. Jetzt müsste er anschalten. Oder nicht? Offline. Hä? Reaktor on oder off? Genau. Set vom Signal, komm mit. Geht der jetzt? Jetzt geht er, okay. Wir produzieren jetzt schon 300.000, da haben wir aber natürlich die Fuel-Rod-Cores nicht voll. Das heißt, da wird noch ein bisschen mehr werden. ACC-Karte habe ich da noch hin. ACC-Karte. Das wäre dann Flux und Advance. Flux. Und Advance-Karte haben wir auch nicht. Okay. Wie geht die Advance-Karte? Ach, die ist kompliziert. Na gut, lassen wir es. Er hat sich ja schon wieder abgeschaltet anscheinend. Ja, wir sind schon wieder voll. Also, der ist wirklich nur kurz online und dann ist er gleich wieder offline. Weil er wirklich so extrem schnell ist mit Laden. Aber der Vorteil dabei ist, dass er halt unsere ganze Energieversorgung immer schön aufrecht hält. Und läuft immer schön auf Plus. Das ist cool, ja. Das gefällt mir. So. Sollen wir hier nochmal schnell umwünschen? Ich hätte da gerne die Anzeige, wie voll er ist. So, genau. So, so. Dasselbe da oben auch nochmal. Zack. Zack, genau. Yeah. Input, Output. Sieht man so ein bisschen besser. Das heißt, wir haben ein Output von 18.000. Schaut gut aus. Und jetzt hier eigentlich, was so nimmt, noch 1, 2, 3. Wie hoch ist der? Drei Blöcke, ne? Genau. Sechs Stück dazu noch. Von diesem Capacitor. Zwei, noch vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Okay, viel Redstone. Gar nichts ändert daran. Bam. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.